Mein Haus sollte nun endlich umgebaut sein. Ich muss die Früchte wahrscheinlich erst übermorgen wieder abpflücken. Das wird doch spaßig. Okay, du hast dein Kreuzworträtsel gelöst. Das ist ja ganz schön für dich, Melinda. Das hast du toll gemacht. Ja, schön weiter lächeln. Ich krieg jetzt schon wieder mal das Einloggen. Nee, weil ich das Heim ver... Mein Heim? 64.000. Und ich gebe irgendwann das Update, dass ich die Meilen in Sternis tauschen kann, weil dann kann ich einiges verdienen. Agnes. Wer ist Agnes? Egal. Agnes, Ness, Ness, Ness. Toilette und ein Duschset. Und. Also, die Toilette kriegt man gar nicht auf normalem Wege. Gesundheit, Dankeschön. Ah, jetzt habe ich ein zweites Stockwerk. Schön, schön. Ein Klo hinbauen. Ich hab eine Dusche. Ja, ist okay. Wenn die Toilette nicht sinkt, dann will ich sie nicht. Aber das Flaschenschiff klingt doch interessant. Dieser Hamster. Was heißt Hamster auf Japanisch? Hamster. Ja, es ist wirklich so. Heute ist Dienstag, das heißt, der Insektenfuzzi müsste da sein, aber. Uns erstmal an, wie es oben aussieht. Wahrscheinlich einfach nur plain. Ganz normale Gegend. Ja, immerhin. Halbwegs hübsch. Was hab ich denn für Böden? Da tun wir da mal den Vulkanboden drauf. Vulkanboden mit Überwachungskamera. Klingt doch gut. Such feelings coming over me. There's one in everything I see. Not a cloud in the sky. The sun. Das sticht so richtig schön, ich mag. Das ist sogar noch logisch, das mag ich nicht. Ist das nicht schön? Selbst der Flur sieht so aus. Wieso nicht? Möbel und so kann ich immer noch da hinten irgendwann mal. Jetzt gucken wir erstmal, ob wir vielleicht am Haus was Neues verändern können. Oder zumindest interessant. Ich brauche wahrscheinlich noch ein bisschen Geldbaum. So 10.000, aber egal. Leider keine Birnen dabei, sonst würde ich die Bäume hier auskiefen. Genau, das muss alles wieder nachwachsen. Sehr schön.
Ach, super, jetzt hat meine Freundin hier so eine dämliche Brücke angefangen, die ich gar nicht haben will. Ich muss sie mal wieder richtig ausschimpfen dafür. Geht ja gar nicht. Wieso ist hier eine Lina, ne? Wieso ist da eine Lina, ne? Wo kommt die plötzlich her? Super Gas, Mann. In den Geldbeutel. Quentin, mein Lieblingsbewohner, was geht? Bluster. So. Das klingt gut. Ein Kamin. Ja, ich weiß, was du machst. Mysteriöse Tapete. Also was passiert hier im Grunde? Der Standard. Ich kaufe was ein, ich hole mein Zeug und dann verschwinde ich wieder. Ich muss endlich mal Rübengeschäfte machen. Dann hätte ich zumindest keine Geldprobleme mehr. Eingekauft und dafür kriege ich was. Auch nicht zu wissen, aber... Ich weiß nicht, was ich mit all den Meilen machen soll. Die brauche ich gar nicht. Klar könnte ich mir diese Stern-Tickets, Stern-Coupons, Sternis-Coupons holen, aber... dauert ewig, bis man da mal durch ist. Also wenn ich Sternis-Coupons in Massen kaufen könnte, dann wäre es was anderes. Oder zumindest im Fünferpack. Nee, ich bin kein Maler. War ich noch nie. Okay, da ist wieder nichts dabei. Na gut. Eschenohren. If you know what I mean. Okay, ab ins Rathaus, kurz zu Noob. Teppich ausprobieren und dann war es das eigentlich auch schon. Heute hat niemand Geburtstag. Und noch. Ja, dann gebe ich noch eines. Nämlich die Kosten für den Umbau. 1.248.000 Sterlis. Und wie glücklich dieser kleine miese Tanuki dabei kocht. Ich weiß, dass ich den umpositionieren kann. Dankeschön. Böser, böser Waschbär, du. Ich bin nicht ich will nur wir. Was kann ich denn an der Fassade ändern?
Ende. Ah ja. Das wäre mir zu plump. Das nicht zu dürr. Dach. Will ich das? Dein Dach sieht tatsächlich nicht so schlimm aus. Ja, dann hole ich das Rundziegeldach natürlich. In rosa. Und dann ist die Frage. Dass ich schon eine Fassade nehme. Ach, Werkfassade. Sieht irgendwie komisch aus. Das sieht irgendwie interessant aus. Neat. Das passt irgendwie nicht. Ist ja nicht so eine Art. Spanische Wandverarbeitung. Nein. Schade. Ich ändere erstmal die Tür und dann passe ich mich darauf an. Welche habe ich denn zurzeit? Hier oben sein. Die da. Gehen wir mal von der aus. Nee, das passt dann nicht. Nee, keine Ahnung. Was zur Hölle? Nimm einfach irgendeins von denen hier, das passt ja wenigstens halbwegs. Ja, das ist wahrscheinlich das Sinnvollste zusammen mit der Tür hier. Und dann sieht es zumindest halbwegs okay aus. Es sieht nicht so aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Na, dann halt nicht. Wenn das alle Optionen sind. Noch für Japan-Türen. Die hier, die hier. Rot-Japan-Tür. Die passt nicht. Könnten die vielleicht einfach die Bezeichnung entsprechend der Türen machen? Dann kann man das auch gleich finden. Oder haben die einfach irgendwas zusammengebastelt und es hat gar keine Ähnlichkeit miteinander? What the fuck ist das denn eigentlich? Ja. Die Farbe der Tür passt mit keinem einzigen Fassade zusammen. Was ist das denn? Okay, nicht aufregen. Ich schreck mich nicht auf. Naja, es passt zwar nicht zusammen, aber es sieht halt wie so okay aus. Nein. Nein. Definitiv nicht. Ja, das ist schwierig. Ich nehme das jetzt, ist es egal. Kann man ja wieder ändern. Noch nicht am Automaten. So. Irgendwelche Mucke gibt es immer. Mundschutz zur Zeit von Corona. Der Südseetraum. Das klingt doch toll.
Gibt's da irgendwas? Mir fällt nicht ein. Ja, wo denn auch sonst? So, den Flussboden will ich aber nicht. Ein Flussboden? Oh, warte, ich habe doch selber was gekauft. Das kaufe ich doch nicht gleich wieder. Brauche ich einen Rotteppichboden? Ich glaube nicht. Nehme ich einfach mal. Könnte in mancher Hinsicht gut aussehen. Der Rest ist Müll. Keiner braucht das. So. Gehen wir kurz die Tapeten aus. Irgendwas hier zu tun, was mir gerade einfällt. Ich hoffe nicht. Fassade wird geändert, die Tür wird geändert. Das Dach sieht auch ein bisschen anders aus. Freue ich mich schon drauf. Mal sehen, was das wird. Problem ist, ich habe jetzt sehr viel Platz, aber ich habe keine Möbel. Wo kriege ich die denn her? Okay. Irgendwie mag ich den Flussboden. Und so sieht es schon mal nicht wieder wie ein Flussboden aus. Meine Güte, das sieht echt aus wie... Oh mein Gott. Das hat auch irgendwas. Was habe ich denn noch für Tapeten da? Eigentlich passt die Wüstentapete zum Flussboden. Naja, es geht. Eher nicht. Aber die Alpentapete so im Halbwegs zumindest. Was habe ich denn noch so im Lager? Nichts, das auch nur halbwegs passt. Ah. Gartenzauntapete schon. Nee. Ich mag den Fluss hier. Ich meine, dass es da noch platscht. Irgendwie süß gemacht. Tun wir den Rest einfach mal ins Lager. Ja, mehr gibt es eigentlich auch erstmal nicht bei mir zu tun. Oder soll ich da noch irgendwas tun? Wüsste nicht was. Nee, ist schon okay. Ich mache jetzt erstmal was anderes. Okay. Ja. Normalerweise habe ich ein bisschen mehr zu tun, aber ich glaube, gerade ist es relativ ruhig. Von daher. Noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.